So, im nächsten Schritt möchte ich jetzt hieraus ein kleines Unterprogramm machen, das ich beispielsweise in eine andere Vorschleife oder Weitschleife einbinden könnte. Ich räume mal ein bisschen auf, das Array brauche ich jetzt nicht mehr, den Signalfluss-Verlaufsgraphen und die Summe lasse ich aber da stehen. So, und jetzt würde ich hier auf das Frontpanel gehen und finde hier oben jetzt solche, ja, so zwei so Elemente. Das hier. Ich dann Doppelklick drauf mache und einen Moment warte. Genau, so, dann kann ich hier jetzt erstmal ein Icon für dieses VI erstellen. Oh, ich mache da mal alles weg, was da drin ist. Genau, und dann greife ich hier noch irgendwie mal einen Text rein und schreibe hier mal Summe, meinetwegen so. 1 bis n, aber da können Sie sich natürlich überlegen, was Sie wollen. So, dann sehen wir hier, das Icon ist hier erschienen. Und ja, jetzt muss ich hier Eingang oder Ausgang miteinander verbinden. Auf der linken Seite wären jetzt zum Beispiel Eingangsdinge. Ich klicke hier einfach mal an und verbinde das mit dem Eingang. So, und dann klicke ich mal hier drauf und verbinde das mit der Summe und greife mir aber jetzt auch noch hier unten den raus. Da. Und verbinde das mit dem Signalfall aufs Graphen. So, damit ist jetzt erst einmal das Wichtigste getan und verbunden. Ich muss jetzt nochmal speichern. Hier speichern. Da mache ich das, nenne ich jetzt hier einfach mal Sum 1 bis n. Und weg ist es. Okay, ich kann hier alles zumachen. Und mache einfach jetzt mal ein neues VI. So, jetzt muss ich ja irgendwas damit tun, mit diesem neuen VI und möchte das jetzt in beispielsweise eine While-Schleife oder sowas einbinden. Die While-Schleife kann ich mir hier schon mal greifen. So, und was die machen soll, die soll natürlich hier bei als Bedienelement bei Stop irgendwie aufhören. Und ich möchte hier noch das N wieder angeben können. So, Graph brauche ich im Moment nicht, numerisch so, n. Und dann lasse ich noch das Anzeigeelement hier. Summe 1 bis n da drin. Und hier hole ich mir noch auf dem Blockdiagramm, möchte ich das Ganze hier noch wieder machen, dass er einmal pro Sekunde das beispielsweise macht. Also hole ich mir unter dem Timing das schon Bekannte. Warten Millisekunden, packe ich hier unten irgendwo hin und erstelle eine Konstante von 1000. Und jetzt brauche ich natürlich noch mein VI, das ich eben erzeugt habe. Dann mache ich hier mal alles weiter zu und gehe hier auf VI auswählen. Und da bin ich in dem Verzeichnis, das ich eben schon hatte. Da muss ich eventuell hin navigieren, aber ich bin jetzt schon mal hier und kann mir das Sum 1 bis n einfach greifen. Und packe es hier hin und sehe dann, dass das genau das ist, was ich eben designt habe mit den Anschlüssen. Ich verbinde die Anschlüsse hier so und so. Ich sehe hier wieder die roten Punkte für die Umwandlung. Ich lasse es jetzt einfach mal in dem System, wie es jetzt ist und führe jetzt hier das einfach aus. Ich sehe, dass es nicht aufhört, sondern einfach läuft und kann jetzt hier da meine Zahlen ändern. So, die 55, wenn ich hier n gleich 10 setze und meinetwegen auch hier bis 1000 laufen. So, dann kommt dann nämlich 500.500 raus und so weiter. Also was wir jetzt gelernt haben, wir haben jetzt hier ein Sub-VI erzeugt. Also ein Unterprogramm würde man herkömmlich sagen. Das haben wir selbst designt. Wir können ein Icon designen und wir können das jetzt an anderer Stelle wieder verwenden. Das führt natürlich dazu, dass unsere Programme, unsere VIs schöner werden, aufgeräumter werden und auch nicht so groß werden müssen, wie das vielleicht ansonsten sein könnte. Das Ziel muss es eigentlich immer sein, dass wie ein VI in etwa so groß ist wie der Bildschirm, also dass es auf dem Bildschirm passt, ansonsten wäre es unübersichtlich und dann müsste man eben mit selbst designten Icons und Unterprogrammen arbeiten, damit es aufgeräumter wird. Wir speichern das nochmal gerade. Hier, das nennen wir mal LV02 und das war es auch schon.